Hallo und herzlich willkommen zur Planet Zoo Beta. Und wir werden es uns natürlich nicht nehmen lassen und gemeinsam einen schönen Zoo errichten. Das werde ich hier in diesem Projekt machen. Ich habe erst überlegt, ob ich ein Motto-Zoo machen will oder nicht. Sowas wie zum Beispiel Afrika. Aber ich glaube, das wird relativ schwierig, weil man einfach noch sehr eingeschränkt ist, was zum Beispiel Deko angeht. Warum was denn hier? Zum Beispiel bei Bau, da hat man zum Beispiel noch gar keine Dekoration, keine Statuen, keine Pflanzentöpfe, keine Brunnen und so weiter und so fort. Und deshalb ist man einfach sehr eingeschränkt. Deswegen würde ich sagen, wir werden einfach einen Park bauen, oder einen Park, sage ich schon, einen Zoo bauen, wo wir alles durcheinander würfeln. Hauptsache, wir bauen so ein bisschen schön, wir toben uns ein bisschen kreativ aus. Darauf habe ich richtig Lust und Laune. Und ihr seht ja schon, ich habe hier so einen kleinen Eingangsbereich schon mal gebaut mit so einem, wie heißen die nochmal? Affenbrotbaum, die finde ich sehr, sehr cool. Mega coole Bäume. Und ja, habe den hier in die Mitte gebaut, hier so ein paar Bänke, ein paar Hecken. Dann geht hier hinten eine Toilette ab, das finde ich immer sehr, sehr wichtig, wenn man in einen Park oder in einen Zoo kommt, dass man direkt auf Toilette gehen kann. Ich habe erst überlegt, ob ich auch noch Essensstände hinmache, aber ich dachte mir so, am Eingangsbereich muss das vielleicht noch nicht sein. Außerdem müssen wir halt aufpassen. Wir haben noch $32.000 und wir müssen noch ganz, ganz viele Sachen bauen mit diesen $32.000. Und unter anderem ein Gehege und unsere ersten Tiere müssen wir damit besorgen, weil sonst kriegen wir natürlich kein Geld wieder rein. Und deshalb wollte ich jetzt hier noch nicht so übertreiben im Eingangsbereich. Wir müssen halt jetzt erstmal zusehen, dass wir irgendwo hier hinten unser erstes Gehege bauen. Und das werden wir gemeinsam machen. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze handhaben werde. Also ich werde wahrscheinlich relativ viel rausschneiden, beziehungsweise in schnellerer, wie heißt das denn, Geschwindigkeit abspielen. Weil wenn ich hier dann so lange in den Menüs suche und sowas, das ist natürlich für euch sehr langweilig. Aber ich kenne halt diese ganzen Sachen hier noch nicht. Ne? Es sind halt wirklich viele Gegenstände und Items. Also ja, ihr könnt das, denke ich, mal verstehen. Ich werde mal gucken, dass ich das relativ angenehm für euch zurechtschneide. Und dann wird das ein sehr spaßiges Projekt, denke ich mal. Wir müssen auch zusehen, dass wir die Videos, oder ich muss zusehen, dass ich die Videos relativ schnell aufnehme, weil die Beta, glaube ich, nur bis zum 8.10. geht. Und ja, bis dahin hätte ich gern schon mal so einen einigermaßen fertigen Zoo. Aber ich denke mal, das kriegen wir gemeinsam hin. Was natürlich nochmal schwierig ist, sind die Tiere, weil, ja, die zu kaufen ist immer ein Akt, sage ich mal. Manchmal geht's nicht, dann sind nicht die Tiere da, die man gern hätte und so weiter. Aber das werden wir schon alles irgendwie hinkriegen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an und ja, haben ein bisschen Spaß in Planet Zoo. Ich habe tatsächlich auch schon eine Idee für ein erstes Gehege. Und das will ich gerne hier vorne irgendwo hin machen. Wir müssen halt nur zusehen, dass wir vom Geld her hinkommen, weil wir brauchen noch ganz viele Einrichtungen für die Mitarbeiter. Ich habe hier im Workshop auch so ein Gebäudekomplex, wo alle wichtigen Mitarbeitergebäude sind. Der ist sehr, sehr schön gestaltet schon. Ist richtig cool, was man im Workshop so findet. Allerdings kostet der 24.000. Das heißt, wenn wir das hier abziehen würden, hätten wir nur noch $8.000 für ein Gehege und für Tiere, für unsere ersten Tiere. Deswegen würde ich sagen, wir bauen jetzt erstmal das Gehege und dann schauen wir mal, ob wir uns diesen Komplex hier noch leisten können oder ob wir das mal eben schnell selber bauen, weil das ist vermutlich etwas günstiger. Und deswegen machen wir uns jetzt mal an die Arbeit. Ich habe das so ein bisschen hier in diese Richtung geplant und ich will direkt anfangen mit Höhenunterschieden. Ob das jetzt klappt oder nicht, weiß ich nicht. Das wird halt sehr, sehr schwierig werden. Ich finde tatsächlich auch dieses Wegetool richtig anstrengend und schwierig noch. Es gibt ja auch richtig viele Einstellmöglichkeiten und so, die helfen einem schon ordentlich. Aber ich blicke da halt nicht so ganz durch. Aber ihr könnt mir sicherlich auch in den Kommentaren so ein bisschen helfen. Ihr kennt euch ja meist besser mit irgendwelchen Sachen aus. Ich werde jetzt mal eben hier so ein bisschen das Ganze senken. Ich weiß jetzt nicht, wie tief ich gehen möchte. Probier es mal einfach aus. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht zu geldintensiv oder kostenintensiv. Ne, das geht aber eigentlich. So, ich habe es jetzt nochmal ein bisschen abgesenkt. Ich denke mal, so reicht das von der Höhe, hoffentlich. Ansonsten werden wir es im Nachhinein noch ein bisschen bearbeiten. Schwierig wird es jetzt mit dem Weg, weil das Wegtool ist wirklich meiner Meinung nach echt noch verbesserungswürdig. Das ist sehr anstrengend teilweise damit zu arbeiten. Und die Hotkeys, da bin ich auch noch nicht so drinne. Ich versuche es natürlich, damit wir gut vorankommen. Aber wieso kann ich ihn jetzt hier zum Beispiel nicht bauen? Wieso geht er denn da drunter? Das ist doch bestimmt auch wieder hier eine Einstellung, die ich mit 100 Pro nicht am Start habe. Weg mit Bordstein, das ist nicht. Gelände an erhöhten Weg, das ist in Ordnung. Und Barrieren ausrichten. Nee. So, ich habe das jetzt erstmal so gelöst, dass der Weg hier über die Klippe so ein bisschen rüberschaut, damit wir frei arbeiten können. Die Klippe können wir dann im Nachhinein wieder ein bisschen bearbeiten. Man kann hier auf jeden Fall die Rasterauswahl und scharfe Ecken einstellen. Dann kann man hier nämlich so kastenmäßig arbeiten.
wie das manchmal funktioniert, das manchmal funktioniert das irgendwie nicht, habe ich tatsächlich noch nicht so ganz richtig gecheckt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe jetzt was vor, nämlich ein gebogenes Gefälle möchte ich gerne bauen. Das habe ich auch hier vorhin schon angekreuzt. Ich will einmal hier raus. Ich würde nämlich gerne hier abwärts gehen, also so nur in abwärts. Allerdings ist mir vorhin das Problem aufgefallen, wenn wir abwärts gehen. Es geht relativ schnell. Ich wünschte, das wäre, würde ein bisschen, ja, nicht ganz so fix nach unten gehen. Das wäre irgendwie cool. Könnten natürlich auch noch den Höhenunterschied ein bisschen extremer machen. Machen wir einfach mal. Ich würde sagen, wir machen das Gelände nochmal ein Stückchen runter. Und schauen wir mal. Ich weiß halt nicht, wie krass das jetzt schon ist. Das ist natürlich jetzt schon ordentlich hoch, ne? Schauen wir mal, wie das nachher aussieht. Geht dann richtig, richtig runter hier. Den Bereich werde ich auch noch individuell richtig erweitern, je nachdem, wie es aussieht. So, gehen wir wieder ins Wegtool. Und jetzt gucken wir mal, ob das jetzt hier funktioniert mit dem Abwärtsgehen. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie einstellen kann. Ich will halt schon so abgerundet hier runtergehen. Das wäre cool. Können wir den noch schmaler machen, ne? Ein Stückchen. Warum nicht? Jetzt versuchen wir das hier ungefähr identisch zu machen vom Winkel. Ganz genau gleich werde ich es nicht hinkriegen, aber das ist auch halb so wild. Und jetzt versuchen wir nochmal unser Glück. Machen das Ganze länger. Das gefällt mir schon mal. Jetzt nach unten. Oh, das sieht gut aus. Machen wir so. Jetzt das Ganze auf der anderen Seite nochmal. Ist auch ungefähr identisch sein. So. Perfekt. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Hier ist der Übergang ein bisschen steil, aber das ist halb so wild. Finde ich nice. Und hier unten soll dann ein Gehege hin. Ich weiß jetzt nicht, ob das groß genug ist oder nicht, aber eigentlich können wir ja dann einfach ein Tier aussuchen, was da reinpasst. Wir werden jetzt aber den Weg nochmal ein bisschen anpassen. So, da muss auf jeden Fall ein Geländer an den Start. Weg mit Geländer. Da, erhöhten Weg müssen wir auswählen. Dann funktioniert das auch. Setzen wir mal über ein Geländer hin. Das werden wir nämlich auf jeden Fall brauchen. So, hier werden wir dann gleich den Berg weitermachen. Also hier werden wir kein Geländer mehr brauchen. Und ja, so sieht das Ganze aus. Jetzt passen wir mal den Berg wieder an. Gucken mal, wie gut das geht. Da bin ich sehr gespannt. Wir könnten ja auch einfach so machen. Das geht nicht ganz, aber wir können den Rest gleich mit Klippen und so machen. Das wird sowieso cool aussehen, denke ich. Bin mal echt gespannt, wie das am Ende aussieht, ob das Gehege dann groß genug ist und sowas. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass man hier runterkommt und dann ja hier unten das Gehege sieht und dann hier der Weg wieder zusammenführt. Und dann kann man von hier auch nochmal in das Gehege schauen. Ich würde sagen, wir verbinden jetzt einfach hier die Wege. So ungefähr. Und dann geht hier später mittig wieder ein Weg ab. Was? Durchbricht? Oh, ja, okay. Wir müssen hier natürlich dann wieder das Gelände anpassen. In diese Richtung noch ein ganzes Stück. Echt mal gespannt, wie das aussieht. Ich habe halt noch so gar kein Gefühl dafür von Höhen und so, ob das nicht zu krass ist, also zu hoch ist oder nicht. Aber ich glaube, das könnte echt funktionieren. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall mal ein Gehege ziehen, schon mal den Grundriss mit Barrieren. Welches Material wir da nehmen, weiß ich noch nicht. Holz ist meist nicht so praktisch. Ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht. Mal gucken. Ja, sieht auch gar nicht so schlecht aus, ne? Ich habe mich dann letztendlich für diese Stein- oder Brickwall entschieden. Und ja, das Ganze im Zeitraffer, weil es bei mir einfach ein bisschen länger dauert, weil ich noch nicht so die Bauerfahrung habe. Aber das kommt hoffentlich noch. So, das ist jetzt ungefähr der Grundriss. Oh mein Gott, das Gras schaut hier komplett durch. Ja, das ist auch so ein bisschen buggy noch mit dem Gras. Ich weiß gar nicht, was das soll. Machen wir natürlich hier weg. Das wollen wir nicht. Das wäre so der Grundriss von dem Gehege. Ich denke mal, die Größe sollte eigentlich für das ein oder andere Tier ausreichen. Mal schauen, was wir da später reinmachen können. Wir müssen aber jetzt natürlich noch hier eine Glasscheibe reinmachen. Kann man nicht hier sogar... Oh, ich kann sogar so bearbeiten, das Ganze noch. Okay, interessant. Also es gibt hier viele Möglichkeiten. Ich kenne halt nur die Steuerung noch nicht so gut. Ich glaube, das ist auch so mit das Hauptproblem, warum es mir teilweise so schwer fällt hier,
und das bauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Rote so toll finde, aber ich wüsste jetzt nichts, was besser aussieht. Hier ist es ein bisschen besser als hier vorne dran, muss ich sagen. Vielleicht können wir das ja hier nochmal ein bisschen rüber moven. Es ist echt geil, dass man das so korrigieren kann, die Sachen, ne? Also da kann man echt im Nachhinein noch viel besser machen. Das heißt, wenn wir jetzt hier nicht alles perfekt haben, ist es gar nicht so schlimm, weil wir das einfach noch anpassen können. Wir können jetzt einfach die Säule zum Beispiel nehmen. Doppelklick. Dann nochmal ein bisschen hier vorne ran machen. Und dann ist das super eigentlich. Ja, je nachdem, welches Tier wir da reinmachen, müssen wir natürlich auch die Mauer dann später erhöhen. Das geht aber auch sehr, sehr simpel. Das habt ihr ja auch schon gesehen im Tutorial sicher, wenn ihr den Stream gesehen habt oder bei anderen Leuten. Hier könnt ihr, seht ihr das ja schon. Hier kann man einfach easy die Mauer erhöhen. Also super entspannt. Als nächstes habe ich mich dann daran gemacht, hier den Übergang zwischen den Klippen sozusagen und dem Weg zu machen. Das Ganze habe ich mit so Felsen gemacht, die in so Savannenfarbe sind. Finde ich eigentlich ganz cool. Dafür habe ich erstmal links und rechts so einen etwas größeren, dickeren Felsen als Stützen rausgesucht. Habe dann so ein bisschen auch noch den Untergrund angepasst. Und ansonsten habe ich mir so ein paar längliche Felsen rausgesucht, was ich sehr cool finde. Gibt eine sehr coole Klippenoptik dann. Dauert bei mir natürlich alles noch sehr, sehr lange, weil ich das halt noch nicht so viel gemacht habe. Aber ich habe mir da auch alle Zeit der Welt gelassen. Ich kann das Ganze für euch ja vorspulen. Habe jetzt hier auch nochmal so einen dicken Felsen mit eingebaut, geguckt, wie das aussieht. Aber den lösche ich jetzt hier nochmal. Und dann habe ich mich so ein bisschen darauf entschieden, nur noch so flachere, länglichere Felsen zu nehmen, weil ich das einfach optisch so ein bisschen cooler finde. Habe natürlich auch so ein bisschen ausprobiert, dass ich da sehr viel Variation reinbekomme, was Felsen angeht. Aber ich finde, am Ende sah es dann sehr, sehr cool aus. Als kleinen Tipp kann ich euch noch mitgeben, wenn ihr mal so einen Felsen habt, der sehr gut passt, dann könnt ihr den noch einfach mal um die eigene Achse drehen, mal nach links, mal nach rechts. Dann sieht er einfach komplett anders aus, wie ein komplett anderer Felsen und Stein. Und dann könnt ihr den einfach nochmal verwenden. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, finde ich. So, ihr habt jetzt im kleinen Speedbild gesehen, wie ich hier diese Klippen hier so ein bisschen an den Weg angepasst habe. Finde ich eigentlich ganz cool geworden. Ja, jetzt machen wir erstmal weiter. Wir machen erstmal hier ein bisschen heller wieder. Das Problem ist, dass das immer die Schattenseite ist. Also wir werden es hier immer relativ dunkel haben, weil der Schatten halt von hier kommt. Aber das macht eigentlich nichts. Was mir noch aufgefallen ist, wir haben hier ja die Stützen vergessen. Aber das war jetzt gar nicht so schlecht. Machen wir aber auf jeden Fall noch hin. Wir brauchen einmal erhöhte Weg und natürlich das gleiche Muster. Genau, und jetzt bekommen wir nämlich auch die Stützen. Sehr gut. Okay, ich fand es gerade besser. So fand ich es besser. Irgendwie realistischer, wenn die Stützen so sind. Hätte ich es gern genauso. Dann müssen wir nochmal rückgängig machen. So, jetzt haben wir es hier auf der Seite identisch. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Wir müssen aber hier nachher alles auf jeden Fall noch anpassen. Ich werde hier auch, glaube ich, eine Höhle reinmachen für die Tiere dann. Hier werde ich auch noch Gräser und so anpassen und dann wird das alles noch cooler aussehen. Hier vorne müssen wir natürlich auch gucken, wie wir das dann mit der Mauer machen. Man kann auch das Gehege dann irgendwie, ja sozusagen das hier als Wand nehmen. Man muss dann nur so eine unsichtbare Barriere oder sowas ziehen. Das kriegen wir später auch noch hin, denke ich. Ja, hier vorne weiß ich noch gar nicht, wie ich das hier mache. Ich glaube, hier machen wir nochmal eben, gehen wir nochmal ins Wegtool, machen den Weg nochmal weg. Jetzt müssten wir eigentlich nochmal das Gelände an dieser Stelle zumindest ja, anheben können, auf diese Höhe. Dann haben wir hier schon mal nicht das Problem. So, jetzt klappt es doch. Jetzt müssen wir hier nur einen vernünftigen Bogen hinkriegen. Also war es gerade ganz gut. So, perfekt. Das ist doch schon mal sehr schön. Na gut, das Gras und so, das wächst leider immer nach. Das ist auch noch irgendwie verbuggt. Aber rein theoretisch könnten wir jetzt hier entweder auch das mit Büschen oder irgendwie so zumachen. Oder wir machen auch hier Klippen noch unter. Wir können ja einfach hier dann zum Beispiel Klippen kopieren und sowas. Aber die Seite lasse ich jetzt erstmal außen vor. Wir kümmern uns jetzt erstmal von dieser Seite aus, ja, wie das Ganze aussieht. So, wir werden jetzt hier nochmal das Gehege erstmal fortführen. Und zwar haben wir hier die, ja, diese Barriere hier. Ohne, lege den Umkreis eines Geheges fest, für das keine Barriere gebraucht wird. Zum Beispiel ein Fluss, durch den die Tiere nicht schwimmen können. Genau das brauchen wir ja. Wir wollen ja sozusagen die Klippe hier als Barriere nehmen. Aber wir führen jetzt erstmal, das Stück mache ich nochmal ein bisschen rüber. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich denke mal, so mache ich das.
Und jetzt können wir nämlich, weil ich diese Dings hier anhab, oben flach, unten anpassbar. Ich glaube, das hat jetzt geholfen. Ich hoffe. Mich zumindest ein bisschen durchgeklickt. Kann ich jetzt durch den Berg bauen? Das hatte ich ja letztes Mal das Problem, dass das nicht ging. Also es geht jetzt ohne Probleme. Und jetzt haben wir hier ein Gehege durch den Berg. Also das sollte jetzt schon mal funktionieren. Dann können wir als nächstes hier schon fast eine Höhle ausheben. Die Frage ist, machen wir die mittig? Machen wir die weiter rechts? Ich würde die tatsächlich nicht mittig machen, weil mittig ist immer ziemlich langweilig so. Deswegen würde ich sagen, dass wir das versuchen, ja, seitlich zu machen. Ja, auch hier habe ich das Ganze für euch mal wieder beschleunigt, weil einfach bei Planet Zoo alles ein bisschen länger dauert. Ich habe halt die Höhle so ein bisschen erweitert und ausgehoben, bin dann leider auf die Mauer von dem Gehege gestoßen, weil ich die wohl ja nicht weit genug reingebaut habe. Aber das ändere ich jetzt hier nochmal eben im Hintergrund. Reiß hier so ein Stückchen ab, mache nochmal so einen kleinen Bogen rein und jetzt können wir auch die Höhle noch ein bisschen mehr erweitern, weil ich will nicht so eine kleine Höhle hier haben, weil später soll da irgendein größeres Tier rein, am besten irgendein Raubtier oder so. Als nächstes machen wir mal ein kleines Gewässerchen hier rein, würde ich sagen. Das kommt dann natürlich passend hier auf diese Seite. Ich würde gerne so ein etwas lustig geformtes, was heißt lustig geformtes, gut geformtes Gewässer machen, was schön natürlich aussieht. Schauen wir doch mal, wie wir das am besten machen. Das gerne so ein bisschen hier vielleicht breiter. Ist echt nervig, wenn man hier irgendwas bearbeitet, dass immer dieses hohe Gras kommt. Dadurch sieht man das immer irgendwie nicht, wie tief man jetzt ist und so. Verstehe aber auch den Sinn dahinter nicht, dass das immer wieder kommt. Weil normalerweise hätte ich jetzt hier lieber Erde. Machen wir mal eben hier hin. Also ihr merkt schon, ich mache jetzt hier relativ viel im Speed-Bild. Aber ich denke mal, das wird euch nicht stören. Weil ich einfach dann ganz entspannt das machen kann und einfach für euch vorspule. Dann brauche ich mich selber nicht so beeilen, damit das Video nicht zu lang wird. Also das mit dem Gras ist wirklich ein... Das müssen die unbedingt rausmachen. Das ist super, super nervig, dass das kommt, das Gras. Und immer wieder wächst, wenn man hier arbeitet. Ich will das auch gar nicht so tief eigentlich machen. Ich werde das gleich auch nochmal wieder ein bisschen anheben, denke ich. Schauen jetzt erstmal, wie der Wasserspiegel dann so wäre. Wir könnten einmal so machen. Das war zu niedrig. Oder halt so. Ich weiß nicht, ob das schon zu viel ist. Ihr könnt auch überlegen, hier vor einfach so ein Wasserding zu machen. Das wäre auch cool. Aber ich glaube, das ist mir schon zu viel. Wir machen hier mal ein bisschen weniger noch. Ich würde das auch gerne noch ein bisschen überglätten, wenn ich ehrlich bin. Einfach damit das hier nicht so schnell runtergeht. Glätten wir einfach das Ganze einmal über. Ein bisschen. Und jetzt schauen wir mal, wie es aussieht mit Wasser. Jo, das sieht doch schon gut aus. Vom Gewässer her. Das gefällt mir. Das ist eine super Größe. Ist auch tief genug, um sich zu baden. Aber auch nicht zu tief. Wäre vielleicht sogar noch besser, wenn wir es hier noch ein Stückchen flacher machen und hier hinten so tief lassen. Dann können die Tiere sich hier nur so ein bisschen planschen. Nicht, dass die hier immer ganz unter Wasser gehen. Nehme ich mal hier nochmal ein Stück an. Und jetzt machen wir nochmal Wasser rein. So, jetzt ist es, glaube ich, ziemlich perfekt. Jo, so gefällt mir das. Das ist super. Dann kommen wir doch mal so ein bisschen zur Gehegegestaltung. Also das finde ich hier schon mal ganz cool, dass hier so ein Steinweg rausführt. Ich würde auch fast sagen, dass wir als allererstes die Höhle mal machen. Und hier oben das Ganze mit so ein bisschen Gras verzieren oder so. In der Höhle muss auf jeden Fall das Gras weg. Das wäre ziemlich doof, wenn hier was wächst. Also die soll schön so bleiben. Hier glätte ich auch, glaube ich, nochmal drin ein bisschen über. Ah, dieses Gras. Das ist so annoying. Wen von euch hat das auch schon genervt? Also es ist halt wirklich nervig einfach nur, dass es immer wieder kommt. Ist gerade weggepinselt. Und da ist es wieder. Sobald ich wieder irgendwas bearbeite. Aber gut. Wird uns nicht umbringen. Wir sind Schlimmeres gewohnt von Jurassic World, sag ich mal. So, Gehege. Was brauchen wir denn da? Eine
Schlafmöglichkeit extra groß wäre eigentlich gar nicht schlecht. Könnten auch viele kleine machen. Ich mach mal. So ist ganz schön. Hat man da in der Ecke ein paar Schlafmöglichkeiten. Und ja, ansonsten können wir natürlich auch noch Klippen und Felsen und so wieder reinmachen. Ein bisschen eine natürliche Gestaltung hier. Das Ganze noch ein bisschen besser aussieht. So. Der ist zu groß, der gefällt mir nicht. X. Ich habe auch übrigens da oben immer drauf geachtet, dass die relativ flach sind, die ganzen Dinger. Aber ich finde das recht wichtig. Dann sieht das irgendwie im Stil hier ein bisschen anders aus. Wenn ich da jetzt random irgendwelche genommen hätte. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir hier nochmal so ganz kleine vielleicht. Oh, so ein flacher ist auch nicht schlecht. Könnte man sogar was drauflegen. Das ist ja eine coole Idee. Ich habe sogar gleich noch eine Idee, was wir machen könnten. Ich weiß aber nicht, ob das aussieht. Okay. Wir könnten hier sowas wie eine kleine Brücke mit so Felsen rüberbauen oder so. Könnte halt echt funktionieren. Das wäre halt... ich weiß nicht, ob das cool wäre. Egal, wir machen erstmal die Höhle weiter. Als allererstes habe ich erstmal alles so ein bisschen mit dem Klippentool übergepinselt, damit diese ganzen langen Grashalme da verschwinden. Dann habe ich so ein bisschen geguckt, welche Pflanzen denn passen könnten. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich kenne mich halt mit den Pflanzen noch so gar nicht aus. Habt ihr jetzt erstmal random so ein paar Pflanzen ausprobiert und platziert, wie das aussieht. Dann auch wieder viel gelöscht. Dann hatte ich die Idee, dass ich noch den Höhleneingang so ein bisschen klippiger gestalte. Habe mir von da oben ein paar Felsen und Klippen kopiert und habe die dann so als Eingang so ein bisschen geformt. Das Ergebnis ist eigentlich meiner Meinung nach ganz schön geworden. Müssen wir natürlich noch von innen gestalten, aber das machen wir ein andermal. Das habe ich jetzt in dieser Folge nicht mehr gemacht, weil ich habe jetzt nur von außen geguckt so ein bisschen. Und ja, dann habe ich noch wieder so ein bisschen ausprobiert mit den Pflanzen und dann bin ich zu folgender Erkenntnis gekommen. Mir ist mal aufgefallen, wenn ich jetzt hier alles mit Pflanzen zuballer, dann habe ich nachher das Problem, dass die Tiere die Pflanzen gar nicht mögen. Das ist wirklich doof und problematisch. Also da muss ich echt aufpassen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich... nee, ist auch ganz cool, dass hier so ein bisschen Gras und sowas ist. Aber das sind alles so Sachen, die muss ich eigentlich später erst anpassen, wenn das Tier hier drin ist, oder nicht? Also eigentlich schon. Weil Pflanzen kann ich halt vorher wirklich noch nicht machen. Ich glaube, wir besorgen uns gleich erstmal Tiere und dann machen wir mit der Anpassung später weiter. Ich mache aber nochmal eben eine Gehegetür hier rein. Mache ich mal hier unter einfach. So, super, das passt. Perfekt. Und dann können wir mal eben kurz in den Markt gehen. Ich finde das Gehege echt schon ziemlich cool. Also ich glaube, das hat sehr viel Potenzial. Das kann richtig nice werden, wenn wir das mal richtig ausgeschmückt haben. Aber wir schauen jetzt erstmal. Ach nee, können wir ja noch gar nicht machen. Wir müssen mal eben erstmal die ganzen Sachen bauen. Aber ich denke mal, das kriegen wir jetzt hin, wenn wir dieses Einrichtungsgebäude hier bauen. Das kostet ja 24.200. Dann sollten wir auf jeden Fall unser erstes Tier noch holen können. Dann noch vielleicht ein paar Leute einstellen. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich mache das Ganze mal, platziere ich mal erstmal hier hin. Ich verbinde das jetzt nach hier vorne mit einem Mitarbeiterweg. Ich habe davor leider den Mitarbeiterweg vergessen. Aber das ist ja erstmal nur provisorisch. Das wird ja später hier noch wegkommen. Also denkt euch diesen Teil hier weg. Und ja, jetzt können wir auf den Markt zugreifen, ne? Müssten wir eigentlich. Oder müssen wir noch Personal einstellen? Schon wieder her. Machen wir einen Zoopfleger auf jeden Fall, den brauchen wir. Und einen Tierpfleger, den brauchen wir. Ein Tierarzt, den brauchen wir. Definitiv. Und jetzt sollten wir eigentlich in den Tierhandel gehen können. Ohne Probleme. Jetzt schauen wir mal, was es hier gibt für uns. Wir filtern auf jeden Fall nach Bargeldsachen. Gucken mal, was wir in unser tolles Gehege packen könnten. Ich hätte natürlich Bock auf einen Fleischfresser, aber ich glaube nicht, dass wir die kriegen werden. Oh, wir können sogar hier Mandrill, die sehen ja cool aus. Flusspferder, dafür ist das zu klein, glaube ich, ne? Sind auch sehr teuer, ne? Wir haben nur noch 4.000. Müssen halt jetzt erstmal etwas klein anfangen. Dann machen wir da wohl ein Pflanzenfressergehege draus. Wie es aussieht.
Oder nehmen wir Wölfe? Wölfe passen da auch nicht so rein in so ein Savannendings. Wie wär's mit einem Steppenzebra? Gibt's davon noch ein zweites? Da, weiblich leider beides. Spießbock männlich, weiblich gibt es. Können wir den mal nehmen? Okay, wir nehmen mal erstmal den Spießbock. Wir können die ja nachher sonst immer noch umsiedeln. Geht ja jetzt erstmal darum, dass wir Tiere da drin haben. Und dass wir... Ach, das geht wieder nicht. Oder doch? Ja, das funktioniert hier teilweise leider immer nicht. Okay, es hat geklappt, sehr gut. Genau, wir werden wahrscheinlich eh später noch die Tiere einfach austauschen, weil ich hätte eigentlich Bock darauf, dass hier Fleischfresser drin sind. Da müssen wir halt mal am Markt gucken. Wir haben halt gerade nicht so viel Kohle. Oh, was habe ich denn jetzt hier? Oh, ich habe hier sogar noch einen Gabelbock drin, sehe ich gerade. Oh, cool. Ja, wir verlegen jetzt erstmal hier die zwei. Dann haben wir unsere ersten Tiere hier drin. Wir müssen natürlich auch noch hier dann schnell eine Einrichtung machen. Also rein theoretisch kann ich das Gehege jetzt noch gar nicht richtig gestalten. Das kann ich eigentlich erst machen, wenn hier die richtigen Tiere drin sind. Also vielleicht machen wir erstmal hier so ein bisschen das Drumherum beim nächsten Mal. Ich glaube, für diese Folge sollte das erstmal reichen, weil ich spiele jetzt schon relativ lange, es ist schon sehr spät. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge für euch sein wird, wenn ich sie geschnitten habe. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall klar gehen. So. Mir ist gerade mal aufgefallen, die können die Tiere gar nicht hier hinbringen, weil ich den Weg hier nicht connected habe. Das habe ich natürlich vergessen, dass ich das eigentlich jetzt noch nicht machen wollte. Wir machen mal so einen Naturweg. Führe ich mal einfach erstmal hier hin. Und dann passt das, denke ich mal. Oh, wir sind hier gar nicht ganz auf dem Boden, oder was? Oder warum kommt hier dieses Geländer? Das ist an sich jetzt auch nicht schlimm. Das werden wir nachher auch noch überarbeiten. Das ist jetzt auch erstmal nur vorübergehend. So. Und dann brauchen wir noch einen Futtertrog. Machen wir mal einen mittleren. Oh, da kommen wir jetzt auch an die gleiche Stelle. Das wollte ich nicht. So, den machen wir. Den machen wir einfach daneben. Wie gesagt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Spießböcke hier auf jeden Fall rauskommen aus dem Gehege. Hier kommt irgendwas Cooles rein. Aber jetzt erstmal müssen die uns reichen, damit wir hier Geld kriegen. Boah, die sehen aber echt cool aus. Not bad. Hey, wo willst du hin? Meine Güte, ist der schnell unterwegs. Cooles Tier, ne? Unser erster Spießbock. Wie toll. Gefällt mir. Richtig schöne Farben hier. Das Schwarz-Weiß und so. Super. Okay, wir machen natürlich noch eine Spendenbox hin. Die brauchen wir natürlich auch. Hier ist es auch noch nicht ganz perfekt. Obwohl, doch, ist eigentlich relativ gleichmäßig. Aber es muss auch nicht alles perfekt sein. Das ist ja bis jetzt nur die Alpha. Also von daher. So, Spendenbox. Die ist natürlich super, super wichtig, dass wir hier Geld reinkriegen. Weil wir haben nur noch 2200 in diesem Park. Man könnte sie auch einfach mittig machen, was wahrscheinlich besser aussehen würde, ne? Ja. Machen wir das mal mittig. Die weg. Die weg. Und dann haben wir da die Spendenbox. Und ich hoffe, jetzt kommen die ersten Gäste in unseren Park. Ja, da kommen sie schon. Das heißt, wir kriegen bald Geld. Und ich würde sagen, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich glaube, dieses Gehege hat echt Potenzial. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Idee für das Gehege findet. Und welches Tier am besten in dieses Gehege passen würde, eurer Meinung nach. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.